Hallo Freunde, lasst uns ein bisschen Spor spielen oder Spor spielen, das könnt ihr euch aussuchen. Ich habe mal in der Kreaturenphase neu angefangen, ich habe unser Viech soweit ich konnte nachgebaut, die müssen wir jetzt gleich noch wieder benennen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, aber ist ja auch Wurst, wir kriegen das schon hin. So, jetzt müssen wir aber unser Tier, ihr habt es schon am Ende der ersten Folge gesehen, auf das Land vorbereiten. Ja, und dazu haben wir jetzt die Möglichkeit, Beine anzubringen an das Vieh. Und zwar Geschwindigkeit 1, Geschwindigkeit 1, Geschwindigkeit 1. Da können wir uns jetzt quasi was aussuchen, was uns gut gefällt. Ich hätte gern dicke Beine. Jetzt können wir ein Bein machen, ne, dann hüpft er rum. Oder wir machen zwei. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie unser Tierchen aussehen soll. Ne? Wir machen ihm erstmal große Füße. So. Jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir nämlich noch schöne Möglichkeiten. Und zwar Flügel, lassen wir mal da dran. Was macht denn das hier? Achso, damit kann ich die rotieren lassen. So. Ne? Und den Schnabel machen wir ein bisschen dicker. Können wir das Vieh noch irgendwie aufrichten? Ja, guck mal. So. So. Ja. Kann ich ein bisschen rausscrollen? Nee, ne? Leider nicht. Wir haben nachher noch viele Möglichkeiten, unsere Kreatur anzupassen. So, ne? Aber dafür müssen wir erstmal die Augen. Wir brauchen ja Augen zum Gucken, ne? So, richtig schöne, dicke Düsen. Damit wir Geschwindigkeit kriegen. Was machen wir damit? Ah, guck mal, wir drehen die. Die Stromsachen, die behalten wir mal bei. Arme haben wir noch keine, die wir vergeben könnten. So. So sieht's doch super aus. So, die Flügelchen, die packen wir noch hier auf den Rücken. Die Stromdüsen. Oh, das sieht irgendwie... Ja, besser. Ja, 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 ja. So. So laufen mit weit auseinandergerissenen Füßen. Das sieht doch ganz gut aus. Wie machen wir denn das Styling der Kreatur? Boah, geil. Wie sieht denn das aus? Es baut sich so langsam auf. Ihr seht es schon. Okay, aber wir wollen wieder den Grundton auf lila haben. Ist ja meine Kanalfarbe. Und ich mag lila. Lila mit grün. Können wir das noch... Grundierung. Ach, guck mal hier. Oberfläche 2. Und Details. Wollen wir das mal nehmen? Und zwar in gelb. Wie sieht das denn aus? Bau dich mal auf. Ich muss mir mal gerade meine Uhr zurechtlegen. Da ist sie. Sehr gut. Was ist denn hier noch grün? Das Grün möchte ich eigentlich nicht so gerne. Was passiert denn, wenn wir hier grau klicken? Oberfläche. Ja, das ist das Richtige. Grau, gelb und lila? Ist das... Ja, das... Oh, das sieht so richtig schön ätzend aus. Wir bauen uns noch ein paar wildere Kreaturen, ne? Und wie hatten wir sie denn genannt? Wie... Ah ja, ich weiß es noch. Wie hatten sie genannt? Wurstkopf. Und er ist wurstig. So. Zack. Und jetzt gehen wir an Land, Freunde. Kein Thema. Das hatten wir doch schon gewählt. Planet. Ach so, weil ich in die Kreaturenphase gestartet bin. Ich hatte ja eine Pause gemacht. Gvoronia, Gvoronia. Initialisiert Nahrungsverteilung. Das ist sehr gut, denn Nahrung mag ich sehr gerne. Epidermalschichten werden erzeugt, das ist auch sehr gut. Ich mag Haut. Datenarchetypen zufällig auswählen, das ist bestimmt auch gut. Das sind die, die mit uns spielen hier unten. Schaut mal. Heimmonster Fleurop. Fleurop! Oh, da kommen wir an Land. Sind wir nicht wunderschön? Brr. Brr. Fiep, fiep, fiep. Wir sind so wunderschön. Und da kommt unser Volk. Yay. Die trostlose Welt habe ich beibehalten. Der Accessor spielt Counter-Strike.
Das ist ja nicht so meins, glaube ich. Ein neuer Tag bricht an und für dich eine seltsame und wunderbare Welt. Luft füllt deine Lungen, als du deine Gliedmaßen ausstreckst und deine neue Heimat betrittst, das Festland. Das Evolutionswettrennen hat begonnen. Du bist nun eine Kreatur umgeben von deinen Nestgenossen. Um dich weiterzuentwickeln, musst du andere Spezies auf diesem Planeten kennenlernen und DNA sammeln. Neue DNA bringt deine Fortschrittsanzeige voran. Sehen wir es uns einmal an. Die Leiste zeigt deinen Fortschritt. Das ist ähnlich wie in der Zellenphase, ne? Sie füllt sich, wenn du Verbindung mit anderen Spezies eingehst oder dafür sorgst, dass sie aussterben. Na, das können wir uns dann überlegen. Nun gehen wir zu deinem ersten Ziel. Wir haben so kleine Quests, die wir ausführen können, müssen. Ich bin ein Fleischfresser, ich muss natürlich jagen. Und ich muss ein neues Teil finden. So, da guckt mal. Ich kann ihm jetzt entweder mit WASD steuern oder ich kann ihm per Klick sagen, wo er hingehen soll. So, ne? Mit der rechten Maustaste kann ich die Kamera drehen. Oh, ist das nicht schön? Wer seid ihr denn? Das sind doch schon Kreaturen. Alpha Batzo. Oh. Wer ist das denn? Du bist auf eine neue Spezies gestoßen. Willst du ihn zum Freund oder zum Feind haben? Nimm eine Haltung ein. Dann kannst du deinen neuen Nachbarn entweder ansingen oder anfauchen. Deine Haltung, das haben wir hier. Das ist die gute Haltung, das ist die Kampfhaltung. Deine Haltung bestimmt, ob du andere Kreaturen angreifst oder freundlich mit ihnen umgehst. Vor der Interaktion klickst du auf den grünen Button für Freundschaft oder auf den roten für Abendessen. Danach kannst du die einzelnen Fähigkeitsbuttons benutzen. Okay, wir können nur beißen, ne? Also wir haben momentan keine anderen Waffen als unser Beißwerkzeug. Und den grünen können wir bezaubern und singen. Was wir können, hängt davon ab, welche Körperteile und Gliedmaßen wir uns angelegt haben. Ne? Ich kann auch springen, das kann ich auch mit der Leertaste. Oder Verbündete rufen, kann ich auch. Ne? Und sprinten kann ich, weil ich die Pupsdüsen habe. Und die hier, was wollen wir mit denen machen? Wollen wir mal Freunde mit denen sein? Die sehen so süß aus, ich glaube, wir wollen Freunde sein. Oh, schön. Und jetzt müssen wir die andere Kreatur nachahmen. Was sie macht, müssen wir auch machen. Yay! Was ist das? Du hast ein neues Teil entdeckt. Stell dir vor, was für cooles Zeug du auf noch größeren Skeletten oder Kreaturen finden kannst. Klicke unten auf den Paarungsruf-Button, um deinen Partner zu finden und in den Kreaturdesigner zu gelangen. Hier kannst du dein Aussehen verändern und die Teile hinzufügen, die du auf der Welt gefunden hast. Das ist das gleiche Prinzip wie bei dem anderen. So, und das sind jetzt unsere Freunde. Gut gemacht, der Sieger bekommt die Beute. Du bist auf dem besten Weg zu einem größeren Gehirn und einem schlaueren Ich. Das ist schön. Das sind jetzt die Batzo sind jetzt unsere Freunde. Okay, ein neues Teil finden haben wir. Jetzt müssen wir Beute finden. Jetzt suchen wir uns eine weniger süße Rasse. Hier unten auf der Map sehen wir überall, wo ein grünes Fragezeichen ist. Da sind Spezies. Deswegen gehen wir jetzt mal hier oben hin. Hier so. Und schauen uns mal an, ob die besiegbar sind. Und wir können zwischendurch immer nach Knochen Ausschau halten. Denn die geben uns neue Körperbausteine. Ich versuche mal mit WASD ein bisschen zu steuern. Was ist das? Das ist eine Pflanze, die kann ich nicht fressen, weil ich bin ja ein Fleischfresser. So, wer seid ihr? Ihr seid... Oh, that ass. Beeindrucke 3 Tuba, um dich mit ihnen zu verbünden. Belohnung 25 DNA. Wollen wir mal ein bisschen mit denen verbünden doch eher? Wenn ich es jetzt als Quest kriege? Kann ich singen mit dir? Wir können zusammen singen. Und das Bezaubern würde jetzt was anderes machen, ne? Und jetzt habe ich ein neues Auge bekommen, nämlich dieses da. Ist es nicht wunderschön? Die sind auch so süß. Die will ich nicht aufessen. Gut, okay, Sehvermögen. Finde neue Teile, um dich weiterzuentwickeln. Ach so, ich muss jetzt noch 2 Tuba beeindrucken. Das machen wir. Dann haben wir diese Quest auch mal erfüllt. Und dann gehen wir auf Jagd. Okay, der hat es mir leicht gemacht. Jetzt noch er hier. Sing mit mir. Yay, das war geil. Das sind jetzt unsere Freunde. Die Troopers sind jetzt meine Verbündeten. Das ist gut. Jetzt gehen wir mal hier zum Strand da unten. Schauen wir uns mal an, was es da gibt. Da, guck mal, da liegt ein Knochen. Da kann ich DNA finden. Die holen wir uns. Was seid ihr denn? Das sind Alpha Plux. Die sind aber schon Level 19.
Und ein neues Auge. Was bin ich denn für ein Level überhaupt? Sieht man das irgendwo? Level 10? Ah ne, das ist meine Lebensanzeige. Die haben 19 Leben, ich habe 10 Leben. Okay, nee, die machen wir nicht. Die haben mir zu viel Leben. Ich will was Kleines haben. Vielleicht was, was bei uns direkt in der Nachbarschaft ist. Wo ist denn überhaupt mein Nest? Da sind die Truber und da ist das Heimatnest. Okay, okay, okay. Da, die sind die Mojos. Die sind böse, die will ich mal nicht beeindrucken. Attacke! Yay! Das kann ich jetzt mit der 1 steuern. Zack. Und jetzt kann ich den aufessen. Mahlzeit. Hast du noch nicht fertig gegessen? Okay. Hier sind nochmal Knochen zum Untersuchen. Nochmal ein Auge. So, und jetzt schnappen wir uns diesen da. Attacke! Attacke! Ich beiß dich! Das ist ein Alpha sogar. Ich würde sagen, diese Rasse hier bringen wir mal astrein zum Aussterben. Jawohl. Wieder ein Auge. Wir können nur Augen machen, habe ich das Gefühl. Komm, friss den mal auf. Ham, 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 ham. Ham, 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 ham. Haben wir denn hier noch irgendwo ein Skelett rumliegen? Da liegt noch ein Skelett rum. Das holen wir uns noch. Ich will noch mal ein paar vernünftige Teile haben. Yay, noch ein paar Arme. Greifer, sehr schön. Wir haben nämlich noch gar keine Arme. Achso, ich bin auf der 2 als nicht auf dem W. So, du kommst nicht mehr zu deinem Nest. Ich werde dich nämlich jetzt töten. Und mit jedem Körperteil, das wir dazu bauen, ändern sich natürlich auch unsere Attribute und Stats. Und wie gesagt, wir kriegen hier mehr Angriffsmöglichkeiten. Hey, unser Gehirn wächst. Yay. Diese Brüste hier. Intelligenz, du bist ein wenig schlauer geworden und hast deinen ersten Schritt Richtung Bewusstsein gemacht. Du hast die Fähigkeit erlangt, Verbündete für deinen Rudel zu gewinnen, die dir bei deinen Abenteuern helfen werden. Mitglieder deines Rudels helfen dir im Kampf oder beim Schließen von Freundschaften. Du hast derzeit Platz für ein weiteres Mitglied. Freunde dich mit einem Verbündeten an, dann schließt er sich dir an. Der hat mein Essen weggenommen. Ich wollte die eigentlich aussterben lassen. Wir gucken gleich mal, ob wir das schon gemacht haben jetzt oder nicht. Doch, die sind tot. Guck mal da. Die Mojo sind ausgestorben. Den fressen wir jetzt nochmal in Ruhe auf. Wir wollen ja Futter haben. So, hier ist noch ein Knochen. So, das Nest ist leer. Jetzt haben wir noch einen Horn bekommen. Das ist sehr schön. So, hier sind meine Kumpels. Die Alpha Truba. Da liegt wieder ein Apfel um. Den wollen wir nicht. Wir können auch mal sprinten, ne? Warum denn auch nicht? Wir haben ja die Düse. So, hier wohnen wir, ne? Wir könnten uns ein bisschen paaren. Waschkopf. Hat der gerade ein Ei dahin geschissen? Na gut. Da sind noch Kreaturen. Und hier haben wir Grashüpfer. Sehr gut. Diese hier, die Dschungli. Hatten wir die schon mal? Ah, wegfressen. Wir sind schließlich Fleischfresser. Jage diese Spezies, um sie eines Tages auszurotten. Ist eh eine Aufgabe, das ist gut. Dafür kriegen wir 10 DNA-Punkte. Und wenn wir das gemacht haben, dann werden wir mal unser erstes Entwicklungsstadium ändern. Ess den. Du sollst den essen. Oh cool, jetzt sieht man mal, wie er ist. So, hier sind noch Knochen. Die holen wir uns natürlich auch. Das ist immer so aufregend, was da rauskommt. Ein Penis... Ach so, Peris... Periskopok. Okay. Du, Penis, ja. Penis. So. Die fressen wir auf. Oh, da hinten hat was 15 Leben. 14. Da hinten kämpft scheinbar jemand. Wir brauchen eindeutig bessere Waffen. Man sieht es immer, wenn die ausgestorben sind, daran, dass die, die noch leben, die werden quasi dann so, die fliegen so in den Himmel rein, ne? So, was brauche ich denn eigentlich noch? Einen Partner finden, neue Teile finden. Da sind wir ja alles schon dran. Gut, wir nehmen aber ja SD und suchen den letzten der Alpha-Dingens. Chukongli. Da unten ist noch einer. Beobachtet den mal. Was passiert, wenn der hier tot ist?
Den, der da rechts an diesem Stamm steht. Dann wollen wir mal schauen. Achtung. Ja, seht ihr? Da wird er abgeholt. Und verschwindet im Kreaturenjenseits. Und